Hallo zu meinem dritten Auto-Tutorial. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, was Funktionen sind, wie ihr sie selbst schreibt, wie die Struktur eines Programms meistens aufgebaut ist, was Hotkeys sind und noch ein paar Kleinkram-Sachen. Wir fangen mit einer Lektion vom letzten Mal an. Eine Endlosschleife mit einer Messagebox drin. While 1, Messagebox, WEND. Jetzt ersetze ich die Messagebox durch eine neue Sache, ein Tooltip. Wenn ihr euch fragt, was ein Tooltip ist, das ist ein Tooltip. Diese, sag ich mal, Box, wo was drin steht. Es ist kein richtiges Fenster, es wird nicht in die Konsole geschrieben, es ist ein Tooltip. Einfach so ein kleines Textding. Hier sind wieder Befehle drin. Einmal der Text und XY-Position, der Titel, Icon, Option. Wie ihr seht, ist der ganze Rest hier unwichtig. Nur den Text brauchen wir. Machen wir Hallo und fertig. Bevor ich jetzt auf Start drücke, muss man zu dem Tooltip wissen. Der Tooltip wird erstellt. Danach ist es fertig. Er ist da und das Programm läuft weiter. Nicht so wie der Messagebox, wo alles pausiert wird. Das bedeutet, wenn ich das jetzt starte, rattert er so schnell er kann mir immer neue Tooltips hin. Die Standardkoordinaten XY sind bei dem Mauscursor. Da mir das zu schnell ist, baue ich hier jetzt noch einen Sleep ein. Sleep heißt so viel wie schlafen, das heißt erwartet. Das sind Millisekunden. 1, ich glaube, so klein kann man das gar nicht setzen. Ich glaube, mindestens ist 10. 10 ist saukurz. 100 ist sehr kurz. 1000 ist eine Sekunde. Also sagen wir, erstellen eine Sekunde. Start es, hallo, 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 hallo. Das sind Tooltips. Das Problem bei der ganzen Sache ist wieder das Beenden. Hier unten rechts. Das ist mir zu anstrengend. Kommen wir zur nächsten Sache. Hotkey Set. Heißt die Taste setzen. Nein, wir machen keine Taste auf unserer Tastatur heiß, sondern wir machen sie einfach nur heiß begehrt. Die Taste ist die S-Taste. Habe ich mich jetzt für entschieden. Ihr könnt da jede beliebige Taste hinschreiben. Wenn ihr mal nicht wisst, welche Taste das sein soll, könnt ihr die Hilfe aufrufen und da könnt ihr hier diese Tastenkürze für Spezialtasten aussuchen und sonst irgendwas. Wir machen es uns aber erstmal einfach und fangen mit der S-Taste an. Danach will er eine Funktion haben. Was ist eine Funktion? Das, was ich da schreiben will, soll dazu sein, um es mit einer Taste beenden zu können. Also Exit. Exit heißt Programm beenden. Um das Exit aufrufen zu können, brauchen wir eine Funktion. Leiten wir ein mit Funk. Dann müssen wir die Funktion benennen. Ich mache das immer so, dass ich selbstgeschriebene Funktion mit einem Unterstrich beginne. Dann gebe ich hier einen Namen. Und dann, ganz wichtig, dass eine Funktion ist. Genauso wie Tooltip, Sleep oder sonst etwas, Klammer auf und am Ende Klammer zu. Man könnte jetzt auch Sachen übergeben, die da rein sollen, Variablen, aber das brauchen wir bei der Exit-Funktion nicht. Die Funktion wird beendet mit Endfunk. Mit STRG und T strukturiere ich das und er schreibt uns hier gleich am Ende noch schön hin, welche Funktion das ist. Um da oben jetzt die ganze Funktion aufzurufen, mache ich die dahin. Wie wir hier mit dem Komma sehen, gehört das in Anführungszeichen. Also müssen wir das auch in Anführungszeichen machen. Zum Demonstrieren, er läuft, ich drücke einmal S und es hat sich beendet. So ist das so, sobald S aufgerufen wird, wird diese Funktion aufgerufen. In dieser Funktion steht Exit drin und er beendet sich. Man kann jetzt auch noch
eine Start- und Ende-Funktion machen, so dass man das einfach kopiert. P für Pause und S für Start. Ich lasse S für Start, weil sich das besser anhört, und I für Exit. Dann müssen wir diese ganzen Funktionen schreiben. Wie war das noch? Können wir da unten abschreiben. Funk und da ist Start. Schreibt da gleich hin, können wir sogar schon verwenden. Und mit Endfunk beenden. Funk, welche war das? Pause kann man ja beenden, und jetzt müssen wir sie nur noch mit Leben füllen. Start soll er das hier ausführen. Pause soll er warten. Wie lange soll er warten? Unendlich. Also machen wir einfach nur einen Sleep rein. Den Sleep wird sich auch ein bisschen niedriger auf 200. Wenn wir es jetzt starten, können wir hier unten sehen, er startet sich und ist beendet. Das Symbol ist auch weg. Warum? Er geht rein, merkt sich, sobald einer der Tasten gedrückt wird, soll er was ausführen und sagt dann, okay, das ist eine Funktion, wird gerade nicht aufgerufen, also interessiert sie mich nicht. Dasselbe bei den anderen beiden. Dann kommt am Ende an und beendet sich. Das heißt, wir müssen dieses Ganze, was wir hier haben, da nochmal hinbauen. Weil dann geht er hier rein und wartet einfach die ganze Zeit. Starten wir das Ganze. Ich drücke einmal S. Er beginnt mit dem Gehen. Dann drücke ich einmal P für Pause. Er setzt den nicht neu, aber wie gesagt, er setzt ihn einmal. Das ist der Befehl Tooltip. Und dann kann ich wieder S zum Starten drücken, dann geht's weiter und am Ende mache ich E für Exit. Das ist schon mal euer erster Bot, der einigermaßen interaktiv ist. Wenn ihr einen Tooltip wegmachen wollt, können wir hier einfach den leer machen. S für Start, P für Pause und er ist weg. Wieder S für Start und E für Exit. Da S und P so weit auseinander liegen und ich keine Lust habe, meinen Finger so weit zu bewegen, überlegen wir uns jetzt mal, wie wir diese beiden Funktionen in eine machen können. Ihr könnt das Video jetzt pausieren und euch überlegen, wie ihr das am besten machen könnt. Oder ihr seid zu faul und lasst es einfach mich vorzeigen. Die Funktion nenne ich dann Start, Stop. Und die setze ich auf S. Das kommentiere ich aus, das brauchen wir dann nicht mehr. Was da rein muss, ist natürlich einmal das Starten und einmal das Pausieren. Dann brauche ich die auch schon nicht mehr. Das Blöde ist bloß, was davon soll er machen? Erinnern wir uns ans letzte Mal, da gab es if-Abfragen. If, Variable, ich nenne sie mal Zustand, gleich 1, then das, else das. Lass es schön einrücken mit Steuerung T. Das ist immer wichtig, dann sieht man auch alles. Er kommt hier rein, fängt dann hier an. Wenn das so, wenn die Variable auf 1 ist, macht er das. Im anderen Fall macht er das. Und geht dann hier unten weiter. Die Zustandsvariable hat aber noch keinen Wert, also würde uns da einen Fehler geben. Das heißt, am Anfang setzen wir sie mal auf 1.
Weil das erste Mal, wenn wir drauf drücken, wollen wir starten. Gut, aber jetzt immer, wenn wir Start drücken, ist hier 1. Das heißt, wir müssen sie, sobald wir hier sind, auf was anderes setzen. Wenn wir also einmal starten, hat sie dann 0 und dann geht er hier rein. Das Problem ist, wenn er hier drin ist, ist sie immer 0. Also müssen wir sie hier auf 1 setzen. Wir können jetzt noch mal im Kopf durchgucken, was er macht. Er setzt die Zustandsvariable gleich 1. Danach sagt er, er soll auf die Hotkeys reagieren. Dann haben wir eine While-Schleife, wo er einfach wartet, bis was passiert. Wird jetzt der Benutzer auf S drücken, geht er in die Start-Stop-Funktion. Da fragt er ab, was ist denn dieser Variable? Wir gucken nach oben, da steht 1. Zustand gleich 1. Also setzt er die Variable auf 0 und geht in diese Endlosschleife. Sobald wir S drücken, geht er wieder in die Funktion rein. Guckt, Zustand gleich 1. Nein, sie ist 0. Geht auf Else, setzt Zustand gleich 1, macht den Tooltip weg und Endlos-Warteschleife. Wir starten den Bot. Ich drücke einmal auf S. Hallo S. Ich drücke nochmal auf S, es ist weg und wieder hin. Und auf Exit funktioniert er immer noch. Das war's, damit ihr wisst, wie ihr mit Funktionen arbeiten könnt. Noch ein schönes Beispiel, wie ihr If-Abfragen benutzt. Dann noch, wie ihr Variablen deklariert, also Werte zuweist und wofür das überhaupt hilfreich ist. Exit-Funktionen zum Beenden. Endlos Warteschleife und ganz wichtig die Hotkeys. Ihr solltet euch ganz oft diese Exit Hotkey reinmachen, weil ihr schnell mal auf ein Problem kommt, indem ihr irgendwas gemacht habt, womit ihr die Maus nicht mehr bewegen könnt oder das Programm nicht mehr so beenden könnt. Das passiert schnell mal aus Versehen. Gut, das war's für hier. Ganz wichtig sind diese Funktionen, mit denen werden wir in nächster Zeit so gut wie immer arbeiten. Genauso wie mit If-Abfragen und Schleifen und Variablen. Also alles, was ihr bis jetzt gelernt habt, am besten nochmal wiederholen oder einfach bis zum nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bye bye.